Hallo. Wir wollen uns heute dem Thema Inflation widmen. Zu Beginn wollen wir uns anschauen, was der Ausdruck Inflation bedeutet. Die Inflation ist nichts anderes als ein allgemeiner und permanenter Preisanstieg. In diesem Sinne können wir nicht von Inflation sprechen, wenn der Kaufpreis von Einzelprodukten kurzzeitig erhöht wird. Der Warenkorb des Durchschnittskonsumenten wird vom Zentralamt für Statistik zusammengestellt. Dieses Amt ist dafür zuständig, die Preisentwicklung in Ungarn ständig im Auge zu behalten. Da sich das Kaufverhalten jedes Einzelnen ein wenig unterscheidet und daher der Warenkorb jedes Einzelnen etwas anders aussieht, wird die Auswirkung der Preiserhöhungen auch jeden Einzelnen auf eine andere Art und Weise betreffen. Die Inflation existiert aber nicht nur in Ungarn, sondern in jedem Land der Welt, in dem Geld als Zahlungsmittel benutzt wird. Sie ist nämlich nichts anderes als eine Entwertung des Geldes. Die Höhe des Preisanstiegs unterscheidet sich von Land zu Land und von Jahr zu Jahr. Die Aufrechterhaltung eines gesunden Maßes der Preiserhöhungen ist die gemeinsame Aufgabe der Regierungen und der Notenbanken. Je nach Inflationsrate können wir zwischen einer schleichenden Inflation, einer galoppierenden Inflation und einer Hyperinflation unterscheiden. Bei einer schleichenden Inflation steigen die Preise nur um wenige Prozente pro Jahr. Dieses Phänomen kann so alltäglich sein, dass man es gar nicht merkt. Es handelt sich dabei um die beste Art der Inflation. Sie kurbelt die Wirtschaft ein wenig an, ohne sie zu überlasten. In dieser Phase besteht allerdings die Gefahr, dass eine allzu geringe Inflationsrate in Deflation überschlägt, und diese kann auch unvorteilhaft sein. Wenn der Anstieg der Kaufpreise im zweistelligen Bereich liegt, sprechen wir von einer galoppierenden Inflation. Eine Wirtschaft, die über genügend Ressourcen verfügt und ansonsten stabil ist, kann auch eine galoppierende Inflation verkraften. Eine galoppierende Inflation kann ansonsten zu Schwierigkeiten führen. Bei einer derartigen Inflation behalten die Menschen aufgrund der schnellen Geldentwertung nur wenig Bargeld in einheimischer Währung bei sich. Sie investieren ihr Vermögen entweder in stabilere ausländische Währungen oder sie legen es anderweitig an. Sie kaufen eventuell werterhaltende Konsumgüter. Sollte es nicht gelingen, eine derartige Inflation anzuhalten und wieder abzukühlen, besteht die Möglichkeit, dass sie sich zu einer Hyperinflation entwickelt. Aus den Geschichtsbüchern kennt man vielleicht die Hyperinflation der ungarischen Währung im Zeitraum von 1927 bis 1946, die als Ergebnis von mehreren Ursachen, die gleichzeitig vorhanden gewesen waren und sich gegenseitig verstärkt hatten, entstehen konnte. Bei einer Hyperinflation ist auch ein monatlicher Preisanstieg um 100% nicht ungewöhnlich. Ein Artikel, der heute 100 Euro kostet, kann also im nächsten Monat 200 Euro, im darauf folgenden Monat 400 Euro, nach einem halben Jahr 3.200 Euro und am Ende des Jahres 204.800 Euro kosten. Es gibt keine Wirtschaft, die mit einer solchen Entwicklung Schritt halten könnte. Wir wollen uns anschauen, wie sich die Inflation auf die Wirtschaft auswirkt. Wenn sich die Inflationsrate auf einem optimalen Niveau befindet, ist es die Hauptaufgabe, dieses Niveau auch beizubehalten. Diese Inflationsrate wird normalerweise als Inflationsziel definiert, da sie zu einer stabilen, zuverlässigen Wirtschaft führt. Sollte das Niveau zu hoch sein, besteht die Gefahr einer Hyperinflation. Die Vorahnung einer Notlage animiert die Menschen dazu, Dinge anzuhäufen, die sie ansonsten nicht benötigen. Wo aber eine Nachfrage besteht, wird auch ein Angebot bestehen, und daraus kann sich ein Teufelskreis entwickeln. Die Menschen kaufen alles weit über ihrem Bedarf, und so entstehen Engpässe, die möglicherweise nur zu höheren Preisen kompensiert werden. Wenn die Menschen dann bereit sind, immer mehr und mehr Geld für die Bestände auszugeben, die sie zu Hause lagern, werden die Preise dadurch noch weiter in die Höhe getrieben. Das motiviert die Menschen dazu, noch mehr zu horten, was wiederum weitere Preiserhöhungen nach sich zieht. Die Hauptaufgabe besteht in einer solchen Phase darin, die wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen. Wenn das Niveau dagegen allzu niedrig ist, besteht die Gefahr, dass die Inflation in eine Deflation umkippt, da
das heißt, in eine Situation, in der die Kaufpreise dauerhaft gesenkt werden. Das hört sich zunächst gut an. Es handelt sich allerdings nicht um einen normalen Black Friday, sondern um eine Situation, die dazu führen kann, dass die Wirtschaft komplett zum Erliegen kommt. Warum würdest du nämlich heute irgendeinen Artikel kaufen, wenn du ihn im nächsten Monat günstiger bekommst? Da hast du auch recht. Die Unternehmen können die Gehälter allerdings nur im Verhältnis zum jeweiligen Konsumverhalten auszahlen. Und das betrifft unter anderem auch deinen Gehalt. Eine weitere Gefahr der allzu niedrigen Inflationsrate ist die sogenannte Liquiditätsfalle. Da die Defizite im Staatshaushalt einerseits durch Verschuldungen, andererseits durch Staatsanleihen finanziert werden, ist es ausgesprochen wichtig, dass ihre Finanzierung gedeckt wird. In diesem Fall werden entweder die Steuersätze erhöht, was die Wirtschaft belastet, oder die Verschuldung wird durch die Erhöhung der Inflationsrate kompensiert. Im letzteren Fall wird die notwendige Summe zwar ausbezahlt, ihre Kaufkraft wird allerdings geschwächt. Sollte das nicht möglich sein, bedeutet das praktisch eine Bankrotterklärung. Die Hauptaufgabe besteht hier darin, die Wirtschaft wieder anzuregen. Sprechen wir mal über die Ursachen der Inflation. Der Kaufpreis eines Artikels wird grundsätzlich durch den Preis bestimmt, zu dem die Hersteller bereit sind, ihn zu verkaufen, und zu dem die Konsumenten bereit sind, ihn zu kaufen. Das ist das Prinzip des Angebots und der Nachfrage. Wenn ich diese Dynamik darstellen will, kann ich es so machen. Das Zeichen der Funktion des Angebots ist es gemäß ihrer Bezeichnung auf Englisch. Das Zeichen der Funktion der Nachfrage ist die, ebenfalls gemäß ihrer Bezeichnung auf Englisch. Du kannst hier Folgendes beobachten: Je höher der Preis eines Artikels ist, in umso größerem Stil werden die Hersteller bereit sein, ihn auf den Markt zu bringen, die Konsumenten werden allerdings umso weniger dafür bezahlen. Der Schnittpunkt dieser zwei Tendenzen ist der Gleichgewichtspreis. Dieser Preis ist allerdings nicht in Stein gemeißelt, er ändert sich andauernd. Die Inflation kann von Seiten des Angebots, das heißt aus der Richtung der Hersteller, ausgehen. Sollten die Herstellungskosten eines Artikels ansteigen, werden diese entweder in den Verkaufspreis integriert oder die Herstellung wird komplett eingestellt. Würde die Produktion nämlich nur Verluste einbringen, würde man sie lieber stoppen. Ein derartiger Anstieg der Herstellungskosten kann durch eine Erhöhung der Rohstoffpreise oder durch eine Erhöhung der Gehälter, die an die Arbeitnehmer ausbezahlt werden, erfolgen. Die Inflation kann nicht nur von Seiten der Hersteller, sondern ebenso von Seiten der Konsumenten ausgehen. Wenn es für die Menschen einfacher ist, an Geld zu kommen, werden sie auch mehr und qualitativ anspruchsvollere Waren kaufen. Jeder wünscht sich ja ein angenehmes Leben, man wird das Geld also nicht unbedingt beiseite legen, sondern einen Teil davon auch ausgeben. Das ist der Fall, wenn die Banken bei niedrigen Zinssätzen eher dazu neigen, Kredite zu gewähren oder in Zeiten von Gehaltserhöhungen. Das hier ist eine mögliche Darstellung der Situation, wenn die Menschen bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Man sieht sehr gut, wie die Anbieter ihr Angebot anpassen, wenn der Konsument aus irgendeinem Grund dazu bereit ist, höhere Preise zu zahlen und vielleicht auch in größeren Mengen zu kaufen. Die Anbieter produzieren vielleicht mehr, sie werden sich aber garantiert an die höheren Verkaufspreise halten. Und deshalb darf man sie auch nicht schelten, du würdest nämlich an ihrer Stelle dasselbe tun. Die dritte Ursache der Inflation ist die Lohninflation. Die Lohninflation hat auf die beiden bisher erwähnten Ursachen eine verstärkende Wirkung. Wir sprechen hier natürlich nicht über Lohnerhöhungen in einem einzelnen Unternehmen, sondern von Lohnerhöhungen als Massenphänomen. Und sie entwickeln sich zu einem Massenphänomen. Wenn nämlich das Unternehmen in der Nachbarschaft für die gleiche Arbeit bedeutend mehr Lohn zahlt, wird der Arbeitnehmer zu diesem Unternehmen überlaufen. Wenn die Unternehmen höhere Gehälter zahlen müssen, werden sie diese Kosten in ihre Verkaufspreise integrieren und daher werden ihre Produkte teurer sein. Da der Arbeitnehmer einen höheren Monatsgehalt bekommt, kann er es sich auch leisten, mehr und kostspieligere Waren zu kaufen. Dadurch werden Preiserhöhungen von Seiten der Nachfrage begünstigt. Die Auswirkungen der Gehaltserhöhungen werden also nur für eine kurze Zeitspanne spürbar sein.
Die vierte Ursache ist die Erwartungshaltung. Es handelt sich hierbei nicht um eine konkret fassbare Ursache. Wenn die Mehrheit der Anbieter der Meinung ist, dass die Preise sowieso höher liegen werden, bis es ihr gelingt, ihre Waren zu verkaufen, wird sie die eigenen Verkaufspreise dementsprechend anpassen. Und dieser Aspekt reicht für sich allein schon, um die Inflation entstehen zu lassen. Du konntest am Anfang dieses Videos sehen, dass die Entwertung des Geldes alle Länder betrifft, jedoch nicht im gleichen Maße. Wenn also in den Staaten, die wirtschaftlich eng zusammenarbeiten, die Inflationsrate unterschiedlich hoch ist, macht sich die importierte Inflation bemerkbar. Man kann sie am besten in den Ländern beobachten, in denen unterschiedliche Währungen in Umlauf sind. Gehen wir von einem Artikel aus, der 1.000 Euro kostet. Wenn der Währungskurs des Euros 300 Forint gleich 1 Euro beträgt, wird dieser Artikel in Ungarn für 300.000 Forints angeboten. Sollte der Kurs des Forint auf 350 Forint gleich 1 Euro fallen, solltest du also für einen Euro mehr Forint bezahlen, musst du für denselben Artikel schon 350.000 Forints ausgeben, damit der Hersteller seine 1.000 Euro erhält. Die Geldmenge, die in der Wirtschaft in Umlauf ist. Auf die Geldmenge nehmen die Regierungen und die Notenbanken Einfluss, wobei der Einfluss der Regierungen nur mittelbar und der Einfluss der Notenbanken unmittelbar ist. Er wird durch Änderungen des Leitzinssatzes oder durch Geldschöpfung erzielt. Du kannst darauf weder als Konsument noch als Unternehmer eines Produktionsbetriebs Einfluss nehmen. Es ist zumindest vernünftig, wenn du den Druck neuer Geldscheine dem Staat überlässt. Wenn der Leitzinssatz erhöht wird, wird auch die Kreditaufnahme schwieriger, dafür wächst aber die Motivation, Geld zu sparen. Dadurch steht der Wirtschaft weniger Geld zur Verfügung und sie wird etwas gebremst. Da die Zinsen für die Staatsanleihen ausbezahlt werden müssen, muss auch die dafür erforderliche Geldsumme zur Verfügung stehen. Der Staat kann sich aussuchen, ob er den Bankrott erklärt oder ob er das Geld entwertet. Letztere ist die beliebtere Variante. Das ist der Grund für die auffallende Ähnlichkeit zwischen der Inflationskurve, die das Zentralamt für Statistik registriert, und der Kurve, welche die Entwicklung der Zinssätze der Staatsanleihen. Welchen Einfluss hat die Inflation auf die Teilnehmer der Wirtschaft? Auch die Inflation hat wie jede Dynamik ihre Gewinner und ihre Verlierer. Wenn du also sehr aufmerksam bist, hast du die Möglichkeit, zu entscheiden, in welche Gruppe du gehörst. Die Gewinner der Inflation. Die Kreditnehmer, die Inflation schwächt den Realwert des Kapitals. Deshalb gestaltet sich die Rückzahlung etwas einfacher. Die Anleger, da sie ihr Vermögen nicht in Bargeld anlegen, bleibt zumindest die verwertbare Kaufkraft ihrer Geldanlagen voraussichtlich erhalten. Die Verlierer der Inflation. Die Kreditgeber, da sie ihr Geld erst in der Zukunft wiederbekommen, müssen sie damit rechnen, dass die Kaufkraft dieser Geldsumme nicht erhalten bleibt. Die Rentner, die Renten werden erst mit einer großen zeitlichen Verschiebung an die Inflationsrate angepasst. Deshalb ist es notwendig, deine Pension sehr genau zu planen. Diejenigen Menschen, die sich einzig und allein auf ihr Monatseinkommen verlassen, die Kaufkraft der Gehälter kann nur vorübergehend eine wachsende Tendenz aufweisen, Lohnerhöhungen haben keine langfristigen Auswirkungen. Die Anpassung der Gehälter erfolgt normalerweise auch nicht vor dem Anstieg der Kaufpreise, sondern mit einer zeitlichen Verzögerung. Diejenigen Menschen, die ihre Ersparnisse in Bargeld oder als Bankeinlage deponieren. In diesem Fall wird die Kaufkraft ihres Geldes durch die Geldentwertung geschwächt. Sie können zwar weiterhin über ihr Geld verfügen, sie bekommen dafür aber bei weitem nicht mehr die entsprechende Menge an Waren und Dienstleistungen. Wie kannst du dich vor den Auswirkungen der Inflation schützen? Da die Inflation nichts anderes als die Entwertung des Geldes bedeutet, kannst du dich am besten davor schützen, indem du nicht dein ganzes Vermögen in Bargeld lagerst. Suche dir eine Investitionsmöglichkeit aus, die zu dir und zu deinen Zielen passt und die geeignet ist, Erträge zu erbringen, die über der Inflationsrate liegen. Dir stehen viele Optionen zur Auswahl. Geeignete Mittel sind zum Beispiel Obligationen, Aktien,
Investmentfonds, die sowohl Obligationen als auch Aktien beinhalten. Diese können sowohl aktiv als auch passiv sein. Alternative Geldanlagen können auch eine gute Möglichkeit sein, wenn du über die notwendigen Sachkenntnisse verfügst. Dazu gehören Edelmetalle, Sammlungen oder Kunstwerke. Immobilien benötigen zwar ein größeres Kapital und ein hohes Maß an Expertise, sie können aber sehr gute Ergebnisse erzielen. Wenn du dich nicht mit Immobilien beschäftigen willst, nur an den Erträgen interessiert bist, kannst du dein Geld in Immobilienfonds investieren. Geldanlagen, die in diesem Fall nicht unbedingt ratsam sind, sind zum Beispiel Bankeinlagen, Staatsanleihen. Sie können die Inflationsrate nämlich nicht kompensieren, dein Geld verliert also an Wert. Wir können zusammenfassend behaupten, dass die Wirtschaft bis zu einem gewissen Grad auf die Inflation angewiesen ist, um leistungsfähig zu bleiben. Du musst dich diesem Umstand allerdings auch anpassen, damit dir die Entwertung deines Geldes in der Zukunft keine Probleme bereitet. Suche dir diejenigen Investitionsmöglichkeiten aus, deren Erträge über der Inflationsrate liegen und die dir dadurch finanzielle Sicherheit garantieren.